Doch ohne auf mich zu achten, hatte Douglas vorzulesen begonnen, mit einer so lauteren Klarheit, dass damit die Schönheit der Handschrift seiner Autorin gleichsam ins Akustische übertragen wurde. Heute soll es eine kleine Rezension von mir geben, und zwar zu dem Buch Das Durchdrehen der Schraube von Henry James. Das Ganze ist erschienen im DTV Verlag, kostet als Softcover Ausgabe 8,90 € und hat so rund 202 Seiten. In Das Durchdrehen der Schraube geht es um eine junge Erzieherin, die sich auf den Weg zu einem Anwesen macht, wo sie zwei junge Waisen betreuen soll. Und als sie das Mädchen der beiden sieht, Flora, ist sie schon hin und weg. Denn Flora ist wirklich das bezauberndste Wesen, ein engelsgleiches Wesen, so beschreibt sie sie, was sie jemals gesehen hat. Ein paar Probleme macht ihr der Junge, denn sie soll ihn abholen. Er ist frisch von seiner Schule geflogen, aber wieso, weshalb, warum, weiß sie nicht. Und ihrem Herrn und Auftraggeber kann sie das auch nicht berichten, weil der möchte nämlich nichts von all dem wissen, was auf dem Anwesen passiert. Ja, jetzt ist sie mit dem Jungen alleine, doch als sie ihn eben abholt, kann sie all diese Geschichten gar nicht glauben, denn er ist genauso engelsgleich wie seine Schwester. Und so verbringen sie eben ziemlich idyllische Tage auf dem Anwesen, bis eines Tages Menschen erscheinen. Die Erzieherin sieht also Menschen, die zuerst sieht sie jemanden auf dem Dach, später sieht sie sie da, wo die Kinder spielen, doch sie tritt niemals in Interaktion mit diesen Menschen. Diese Menschen scheinen dort einfach zu stehen und sie anzustarren. Irgendwie muss sie ihr Herz ausschütten und da ist eben auch die Haushälterin Mrs. Cruz, die Verständnis für die Aussagen der Erzieherin findet und auch die Ängste der Erzieherin, und so kommt bald heraus, dass diese beiden Gestalten, ein Mann und eine Frau, die die Erzieherin eben sieht, ehemalige Bedienstete sind. Das Seltsame ist, dass die unter mysteriösen und nicht näher erklärten Umständen gestorben sind. Aber es kommt auch heraus, dass die damals, als sie eben die beiden Kinder erziehen sollten, einen ziemlich schlechten Einfluss auf die beiden hatten und nun gekommen sind, um die Kinder eben weiter ihrem Einfluss unterliegen zu lassen und sie mit sich zu nehmen. Die Erzieherin tut natürlich alles dagegen, das zu verhindern, denn diese Kinder in ihren Augen müssen eben vor diesen bösen Personen beschützt werden. Das Ganze, das Durchdrehen der Schraube, ist einer besonderen Erzählstruktur unterworfen. Hier haben wir zum Anfang einen namenlosen Ich-Erzähler, der eben erzählt, wie in einer Gruppe von Menschen irgendwo im Urlaub oder seine freien Tage genießt, und es soll eine Geschichte erzählt werden. Der eine erzählt nämlich eine Geschichte, dass er eine Frau kennt, die ihm immer Briefe geschrieben hat, in denen er eine seltsame Geschichte erzählt hat, und irgendwann können sie ihn dazu drängen, diese Geschichte eben vorzulesen, und er beginnt diese Geschichte vorzulesen, und dann springen wir quasi in eine neue Ich-Erzählung, die von der Erzieherin selbst erzählt wird. Hier handelt es sich um eine mehr oder weniger typische Geistergeschichte. Die ganze Geschichte ist Ende des 20. Jahrhunderts erschienen, und da gab es quasi einen Hype, was so Geistergeschichten angeht. Also es waren viele Geistergeschichten im Umlauf, viele Autoren haben sich eben diesem Genre oder dieser Erzählung gewidmet, und so auch Henry James. Anders als bei zum Beispiel A.G. Wells hat Henry James eine eher altmodische Sprache, also so wie sie damals eben gang und gäbe war. Dazu kommt noch, dass der Autor ziemlich verschachtelte und lange Sätze schreibt oftmals, und das eben den Lesefluss stört. Also haben wir hier eben eine Sprache, die sehr verworren ist, sehr verwinkelt ist. Natürlich sind die Sätze kurzvoll, und literarisch gesehen kann man dem absolut nichts absprechen. Das ist wirklich hohe literarische Kunst, was er hier fabriziert. Allerdings stört es eben in so einer, trivialen Geistergeschichte natürlich irgendwo den Lesefluss des modernen Lesers. Erstmal ist die Sprache ein bisschen altertümlich, und dann auch noch diese verschachtelten Sätze. Das macht es so ein bisschen schwieriger, eben auch dem Erzählfluss zu folgen, und deswegen habe ich persönlich auch ziemlich lange gebraucht, dieses Buch zu lesen. Weiterhin haben wir hier eine Geistergeschichte, und es gibt so zwei Theorien, die sich erst immer so ein bisschen immer gegenüberstanden, und mittlerweile ist es halt in der literarischen Welt anerkannt, beide Theoriestränge eben zu verfolgen. Zum einen haben wir hier die Theorie, dass die ganze Geschichte tatsächlich zwar eine fiktive Geschichte ist, natürlich, aber dass das, was die Erzieherin sieht, tatsächlich Realität ist in dieser Geschichte. Das heißt also, dass es tatsächlich Geister gibt, die sie sieht, die andere Personen wiederum nicht sehen können. Und bei den Kindern wird es bis zum Ende nicht wirklich klar, ob die Kinder diese Erscheinung wirklich sehen können oder nicht. Das ist immer noch fraglich.
Und auf der anderen Seite gibt es die Theorie, dass die Erzählerin selbst die Wahnsinnige ist, dass sie sich halt irgendwie in ihren Wahn hineinsteigert, dass sie selbst psychisch krank ist und eben diese Geschichte aus ihrer, weil auch die Geschichte ja eben aus ihrer Sicht erzählt wird, können wir das niemals so richtig beurteilen. Heute, wie gesagt, lässt man beide Theorien gelten. Es ist natürlich auch von der Erzählweise nicht ganz klar. Weil wenn wir zum Beispiel solche Geschichten nehmen wie die gelbe Tapete, wo eben eine Frau in einem Raum eingesperrt wird und jetzt plötzlich Muster in den Tapeten sieht etc. pp., da spürt man beim Lesen schon den Wahnsinn der Protagonistin. Auch das ist in der Ich-Erzählung, glaube ich, erzählt. Aber da spürt man schon so den Wahnsinn der Protagonistin in jeder Zeile, in jedem Wort, was sie schreibt. Und hier haben wir aber eine Erzählerin, die nach außen hin ganz normal wird, ganz strukturiert wird, wie sie auch mit den Kindern umgeht oder was sie erzählt, und deshalb ist es nicht wirklich klar. Deswegen spricht man hier auch von einer unzuverlässigen Erzählerin, weil eben nicht ganz hundertprozentig der Geisteszustand dieser Person eben eingeschlossen wird. Das Ende will ich hier an dieser Stelle nicht verraten, lässt natürlich auch einige Interpretationen offen und hat auch etwas mit dem Titel zu tun. Das Durchdrehen der Schraube, wenn man eben eine Schraube zu lange dreht, wird sie irgendwann überdreht und grippt nicht mehr, also greift nicht mehr richtig. Und ja, das passiert ihr eben am Ende der Geschichte, möchte ich aber an dieser Stelle natürlich nicht verraten, das macht es ja gar keinen Spaß. Wie gesagt, insgesamt eine gute Geistergeschichte. Ich hatte schon geahnt, dass es keine Hau drauf, Gruse Geistergeschichte wird, aber nichtsdestotrotz dachte ich, dass hier so ein bisschen Schaurigkeit impliziert wird oder eine Atmosphäre der Schaurigkeit eben ja gestaltet wird. Das ist leider durch den nicht so guten Lesefluss hier nicht so gut vorhanden gekommen, aber nichtsdestotrotz haben wir hier eine Geschichte, die natürlich sehr berühmt ist, die schon sehr oft verfilmt worden ist und die auch in ihrer Idee und in der Grundsolidität, die sie hier aufweist, natürlich auch sehr gut ist. Das kann ich dem nicht absprechen. Es gibt natürlich die einige Kritikpunkte, die ich genannt habe, natürlich hat es für mich persönlich auch Spaß gemacht, ja, zu verfolgen, ob am Ende jetzt auch wirklich aufgelöst wird, ob das Ganze jetzt Realität ist oder wo wie was diese Geistererscheinungen hier sind. Ja, das war es dann im Endeffekt schon mit meiner Rezi. Also wer eine Geistergeschichte lesen möchte, die ein bisschen älter ist, kann sich gerne dieser widmen. Allerdings sollte er keinen Grusel oder gar Schaurigkeit erwarten. Also ich würde es als normale Geschichte interpretieren. Nichtsdestotrotz hat mir das Buch ziemlich gut gefallen. Ansonsten war es das schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.